Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Jenny von Einfach Mathe, doch heute haben wir wieder meinen Lieblingstag, den Dienstag. Ich möchte heute mit dir über Folgendes sprechen, den Unterschied zwischen Schmerz der Reue und Schmerz der Disziplin. Viel Spaß dabei! John Rowan sagte einst, wir alle müssen eins von beiden ertragen, entweder den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz der Enttäuschung und des Bedauerns. Kennst du das? Vielleicht gibt es das auch in deinem Leben. Es gibt diese eine Sache, die du unbedingt machen solltest, aber überhaupt keine Lust drauf hast. Zum Beispiel das Lernen für die nächste Mathe-Klausur, kann ich mir zumindest vorstellen. Dann gibt es zwei Arten von Menschen, die unterschiedlich darauf reagieren. Typ 1, dieser Mensch, der neigt dazu, diese Sache immer weiter vor sich hinzuschieben. Das sind diese Menschen, die besonders dieses Wort morgen gerne gebrauchen. Thaddeus Koroma sagte einst, es gibt diese Menschen, die sind wie Tauben und sie machen immer diesen Morgen-Talk. Morgen mache ich das, morgen werde ich die Sache angehen, morgen werde ich ins Fitnessstudio gehen, morgen werde ich mich gesund ernähren, morgen werde ich lernen, morgen. Dann passiert Folgendes. Ein Tag vor der Klausur, vor der wichtigen Prüfung, stellen sie fest, Mist, ich hab's verkackt, ich habe keine Zeit mehr. Das wird nichts. Meistens versuchen sie dann einen Tag vor der Klausur 6, 7, 8 Stunden an Stück zu lernen. Doch ganz ehrlich, so funktioniert unser Gehirn einfach nicht. Sie haben einfach verkackt. Wenn sie dann die 5 wieder bekommen, dann bereuen sie es, dass sie anstelle, dass sie früh genug angefangen haben, anstatt dass sie gelernt haben, dass sie dann lieber in die Disco gegangen sind, sich lieber mit Freunden getroffen haben, dass sie lieber Game of Thrones geguckt haben. Der Schmerz der Reue, der ist unendlich groß bei diesen Menschen. Und wir können sogar noch einen Schritt weitergehen. Irgendwann gibt es ja nun mal dieses Schuljahr, wo so ziemlich jede Klausur wirklich wichtig ist. Und jetzt stell dir mal vor, diese Klausur, die hat darüber entschieden, ob diese Person versetzt wird oder nicht. Und glaube mir eins, kein Besuch in der Diskothek ist wichtiger oder hat mehr Bedeutung, als ein Jahr länger zur Schule zu gehen. Der Schmerz der Reue ist deutlich stärker als der Schmerz der Disziplin. Ich sagte gerade, dass es zwei Typen von Menschen gibt. Es gibt also auch noch diesen anderen Typ. Wir lassen jetzt mal ganz kurz bitte die Streber raus, die super gerne am Schreibtisch stundenlang sitzen und sich irgendwelche Inhalte reinprügeln. Der zweite Typ, der mag es auch nicht. Der hat auch keine Lust darauf. Er würde auch viel lieber Fußball gucken. Er würde viel lieber in die Disco gehen. Er würde viel lieber ins Kino gehen und so weiter und so fort. Aber dieser Typ von Mensch, der macht es trotzdem. Er weiß nämlich, dass am Ende, wenn man die Klausur wiederbekommt, zählt nur eins. Und zwar das Ergebnis. Sprich, diese Person weiß einfach ganz genau, dass wenn sie diese 5 in Mathe wiederbekommen wird, oder aber in Deutsch, dass sie es viel, viel mehr bereuen wird, nicht sich richtig vorbereitet zu haben, anstatt dass sie im Vorfeld es bereut, nicht mit einem Kaffee trinken gegangen zu sein. Diese Person, die wird auch, wenn sie diese Eigenschaft hat, das ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften von erfolgreichen Menschen, die wird auch in vielen anderen Lebensbereichen, nicht nur bei Klausuren, deutlich erfolgreicher sein, anstatt der Mensch, der einfach nur immer wieder das tut, was er gerade möchte. Schmerz der Reue ist also, wie gesagt, viel, viel größer als Schmerz der Disziplin. Und damit du deine bestmöglichen Resultate erzielen kannst und noch disziplinierter wirst, habe ich jetzt 5 Tipps dafür vorbereitet, wie du disziplinierter und erfolgreicher wirst. Am Ende habe ich sogar noch einen Buchtipp vorbereitet. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Tipp und wir starten mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1, emotionalisiere und visualisiere dein Ziel. Warum ist das in meinen Augen so wichtig? Naja, es reicht in meinen Augen nicht zu sagen, ja, ich möchte gerne eine 1 in Mathe haben. Das ist viel zu schwach. Wenn du dir aber folgende Situation vorstellst, du sitzt im Klassenraum, die Lehrerin kommt mit ihrem Jutebeutel, wie das ja meistens so ist, herein, packt die Klausurhefte auf den Tisch und du weißt schon, jetzt gleich ist es soweit. Dann kriegst du dein Klausurheft in die Hand, schlägst es auf und da steht eine 1 drunter. Wie wirst du dich dann fühlen? Unbeschreiblich, du hast es dann gepackt. Wenn du dir das vorher vorstellst, das heißt dein Ziel emotionalisierst, dann wirst du viel eher bereit sein, auf Dinge zu verzichten. Und dieser Verzicht, der wird dir auch gar nicht mehr so schwer fallen, denn du weißt ja, wie du dich fühlen wirst am Ende, wenn du es gepackt hast. Tu bitte auch noch eine zweite Situation. Emotionalisiere das Gegenteil. Jetzt stell dir mal bitte vor, wie gesagt, Lehrerin kommt rein, Jutebeutel auf dem Tisch, Klausurheft und da steht eine 5 drunter. Wenn du dann in dieser Situation genau weißt, dass du nicht alles erdenklich Mögliche getan hast, damit das nicht eintrifft, wie wirst du dich dann fühlen? Wenn du die beiden Sachen in deinem Kopf verankerst und, wie gesagt, Emotionen hervorrufst, dann wirst du, wie gesagt, viel, viel eher bereit sein, auf das Kino, auf die Disco, auf das Treffen mit deinen Freunden
kurzzeitig, wir reden wirklich von kurzzeitig, zu verzichten. Alles zur richtigen Zeit. Ich persönlich denke auch schon, dass man als junger Mensch gerade auch Freude im Leben haben sollte, aber alles zum richtigen Zeitpunkt. Tipp Nummer 2, plane deine Schritte bzw. Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, damit du dein Ziel erreichst. Es gibt ein englisches Sprichwort, das würde ich dir gerne mit auf den Weg geben, if you're failing to plan, you're planning to fail. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Warum ist diese Vorbereitung bzw. die Planung so unendlich wichtig? Naja, wenn du es vorher haarklein überdacht hast und geplant hast, dann weißt du genau, was du alles tun musst, damit du dein Ziel erreichst. Sprich, du kannst es auch zeitlich einteilen. Dir wird dann nicht die Situation passieren, dass du einen Tag vor der Klausur da sitzt und sagst, ich habe keine Zeit mehr. Außerdem entlastet es so deinen Kopf. Du musst, wenn du dann denkst, dass du fertig gelernt hast, nicht darüber nachdenken, ob noch etwas fehlt. Außerdem arbeitet dein Unterbewusstsein, wenn du es vorher haarfein schön geplant hast, die ganze Zeit mit dir mit. Das heißt, du hast nicht nur ein Zeitersparnis, du hast auch die Gewissheit, dass du alles erdenklich Mögliche bedacht hast und erledigt hast, damit dein Ziel bzw. dein Erfolg ja auch eintrifft. Tipp Nummer 3 und in meinen Augen wahrscheinlich sogar einer der wichtigsten Tipps überhaupt, baue Gewohnheiten auf. Warum sind Gewohnheiten so unendlich wichtig? Ich glaube, dass viele Lernenden bzw. Menschen überhaupt mit einem großen Problem zu kämpfen haben. Motivationslosigkeit. Doch lass dir eins sagen. Motivation, die braucht man gar nicht so lange. Motivation braucht man nur so lange, bis Gewohnheiten entstanden sind. Und tendenziell, laut Studien, dauert das in der Regel ungefähr 21 Tage. Sprich, die ersten 21 Tage, die werden vielleicht richtig brutal für dich sein. Die werden vielleicht auch sogar schmerzhaft für dich sein. Aber danach wird es leichter, denn die Handlung, die du dann machst, oder die, ja, keine Ahnung, such dir zum Beispiel aus, dass du jeden Tag 10 Minuten für deine Weiterbildung opferst. Die ersten Tage werden, wie gesagt, schwer sein, aber danach wird das zur Gewohnheit sein und es ist selbstverständlich für dich. Das heißt, sobald es selbstverständlich ist, brauchst du gar keine Disziplin mehr oder Motivation. Und bitte, jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4, mache kleine Schritte. Es nützt nichts, wenn du dir das größte Ziel der Welt vornimmst und dann daran scheiterst. Mache dir richtig realistische Ziele in kleinen Schritten unterteilt, sodass du jederzeit auf dem richtigen Weg bist und vor allen Dingen niemals den Scheitern-Gedanken hast. Selbst wenn du mal scheiterst, dann kannst du zumindest auf die letzten 10 Schritte, die du schon gegangen bist, zurückgucken und sagen, hey, okay, jetzt kann ich da anknüpfen und ich mache ab hier nochmal weiter. Kleine Schritte sind unabdingbar und auch super wichtig für dein Selbstbewusstsein. Stell dir mal vor, du nimmst dir das megamäßige Ziel vor, dass du jetzt jeden Tag 6 Stunden nachmittags für Mathe lernen möchtest. Du weißt ganz genau, dass das unrealistisch ist und dass du es nicht packen wirst. Spätestens nach dem zweiten Tag wirst du dann vermutlich aufgeben. Also realistische Ziele, die du in kleine Schritte unterteilst und die du Schritt für Schritt abarbeiten kannst. Wenn du übrigens noch ein paar Tipps haben möchtest, wie man sich Ziele richtig setzt, dann schreib mir das super gerne in die Kommentare. Ich mag dieses Thema, ich habe mich da super viel weitergebildet, wie man sich seine Ziele, wie gesagt, richtig setzt. Und ja, hau in die Tasten, falls es dich interessiert, dann mache ich dazu gerne ein Video. Zu Tipp 4 habe ich noch ein kleines Zitat. Bruce Lee sagte einst, er fürchtet nicht den Menschen, der 10.000 Kicks einmal gemacht hat. Er fürchtet den Menschen, der einen Kick 10.000 Mal gemacht hat. Sprich, setze deine Ziele richtig, plane kleine Schritte, Etappen ein, sodass du rückwirkend draufblicken kannst und sagen kannst, hey, das habe ich gut gemacht. Tipp Nummer 5, achte auf deine Gesundheit. Deine Gesundheit bzw. dein Körper ist deine Maschine. Wenn du jetzt in deine Maschine Cola rankippst, ja, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn sie nicht funktioniert. Zur Gesundheit sind erstmal 2 grundlegende Sachen zu nennen. Schlaf und Ernährung. Stell dir bitte vor, du bist in der Klausurphase krank. Ja, dann ist es auch irgendwie klar, dass du dich nicht vernünftig darauf vorbereiten kannst. Oder deine Essensgewohnheiten bzw. die Dinge, die du in dir hineintust, die sind, haben so einen großen Einfluss darauf, wie viel Energie du am Tag zur Verfügung hast. Ich werde häufig gefragt, Mensch Jenny, sag mal, wie schaffst du das alles? Wie schaffst du es, arbeiten zu gehen? Wie schaffst du es mit YouTube gleichzeitig? Wie schaffst du es, nebenbei noch dein Business aufzubauen? Und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mehr Energie als 10 andere Menschen, die ich persönlich kenne. Ich habe kein Problem damit, von morgens bis abends Vollgas zu geben. Ich habe mein Ziel emotionalisiert und ich bin bereit, dafür alles zu tun und ich habe auch die Energie dafür, dass ich überhaupt alles tun kann. Sprich, achte auf deine Gesundheit, achte auf einen gesunden Schlaf, ungefähr 8 Stunden. Das ist zumindest bei vielen Menschen so die Regel, bei mir ist es ein bisschen weniger. Und ja, dann wirst du überhaupt erstmal in der Lage sein, deine PS auf deine Straße zu bringen.
Das waren auch schon die 5 Tipps und jetzt habe ich diesen Buchtipp mit dabei. Es geht um das Buch Eat That Frog von Brian Tracy. Ich sagte gerade schon, deine eigenen PS auf die Straße zu bringen. In diesem Buch geht es unter anderem darum, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als in sich zu fühlen, dass man mehr hätte machen können, dass man zu mehr in der Lage ist, aber dass das Ergebnis gegen einen spricht. In diesem Buch geht es, wie gesagt, exakt darum. Eines der wichtigsten Learnings aus diesem Buch war folgendes, und zwar, dass ich meinen Tag vorplane. Ich plane meinen aktuellen Tag nicht am Morgen vor, ich plane ihn bewusst am Abend davor vor. So, da war der Satz zu Ende. Warum? Unser Gehirn hat ein paar Eigenschaften und eine davon möchte ich dir jetzt gerade nennen. Angenommen, am Vorabend mache ich mir einen Plan, dass ich nächsten Tag folgendes Problem lösen möchte. Dann passiert in der Nacht folgendes. Das Gehirn arbeitet weiter, intuitiv und manchmal sogar, ich nenne es jetzt einfach mal, fesselloser als tagsüber. Manchmal ist es besser, wenn man intuitiv etwas denkt, als wenn man die Gedanken kontrolliert, wie im wachen Zustand. Und dann ist mir eine Sache auch sehr, sehr häufig passiert. Ich bin am nächsten Morgen wach geworden und ich hatte die Lösung für mein Problem. Ganz intuitiv über Nacht. Dementsprechend plane deinen Tag vorher, denn if you're failing to plan, you're planning to fail. Es gibt übrigens noch eine gewisse Sache, die weit verbreitet ist, der ich fast komplett zustimmen kann. 10 Minuten Planung ersparen dir 100 Minuten in der Umsetzung. Wie du siehst, wenn du vernünftig planst, wirst du am Ende, obwohl du die Zeit des Planens sozusagen benutzt hast, am Ende wirst du trotzdem viel, viel mehr Zeit haben. Du wirst mehr Zeit haben mit deinen Freunden, du wirst mehr Zeit haben dafür, Game of Thrones zu gucken, du wirst mehr Zeit haben, Fußball zu gucken und so weiter und so fort. Und die nächste wichtige Sache ist, die ich diesem Buch entnommen habe, ist überhaupt das Sprichwort selber. Ich glaube, manch einer kennt es, Eat That Frog. Das bedeutet ja so viel wie, mach die wichtigen Dinge zuerst. Denn du kennst es vielleicht, dass diese wichtigen Dinge immer wieder, wenn du sie dann aufschiebst, in deinem Gehirn brodeln. Das kann sogar dazu führen, dass du total gestresst wirst. Wenn du aber diese wichtigen Dinge, die du vielleicht auch nicht gerne machst, als allererstes machst, dann hast du sozusagen mehr Gehirnkapazität. Du kannst auch die schönen Dinge dann viel, viel mehr genießen. Es bringt ja nichts, wenn du rein hypothetisch, wenn du jetzt abends feiern bist, dir das Bierchen trinkst da mit deinen Freunden und trotzdem die ganze Zeit über Mathe nachdenkst. Ich weiß nicht, ob du dazu zählst, aber es kann durchaus passieren. Dann wirst du an dem Abend auch keinen Spaß haben. Deswegen mach die wichtigen Dinge als allererstes und danach kannst du viel bewusster die schöne Zeit des Lebens genießen. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dass dir das Video geholfen hat. Vergiss es nicht zu teilen, vergiss es nicht zu bewerten und vielleicht mir ein Abo dazulassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und sei mindestens nächste Woche Dienstag wieder mit dabei an meinem Lieblingstag. Gerne auch morgen, wenn es wieder ein Mathe-Video gibt. Und auf Wiedersehen.